Herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. So, jetzt haben wir ja letztes Mal hier das schöne Gewächshaus gebaut. Jetzt werden wir hier wieder alles mit Sand voll machen, obwohl wir das in vorletzten Folge alles mit dem Stein gemacht haben. Aber anscheinend kann man in die Steine nichts einpflanzen. Frag mich nicht wieso. Schon wieder. Nee, der Junge, der kann nicht die Finger stillhalten. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wenn die ganze Wochen und Mo Monate geht euch keiner auf die Nüsse. Ja, kann man doch noch mal das machen und das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen und das kann man noch machen. Nein, sowas gibt es, das gibt es nicht. Dann, wenn du dann frei hast, dann kommen sie damit an. Ja, also, ne, wir müssen das und jenes und vorne und hinten machen. Naja, ihr werdet das vielleicht kennen. Ich mag es nicht. Wieso kann man hier nichts hinpflanzen? So. Da müssen die halt auch daran glauben. Da müssen wir die auch wieder wegmachen. Jetzt haben wir wenigstens schon mal in der Mitte ein paar Kaktusse hingepflanzt. Weißt du, wenn man sich dann ausruhen kann, dann kommen die Leute dann erst damit an. Also, wir müssen das jetzt, müssen jetzt hier bauen und dies und jenes. Aber die Wochen vorher, wo sie arbeiten muss, wo sie dann arbeiten willst, da haben die Leute nichts für dich zu tun. Weißt du? Falls du zu Hause bist und Urlaub hast, dann wollen die Leute unbedingt. Dann musst du unbedingt bei den Leuten immer was machen. Ein Container, ein Estrich musst du dann alles bauen, musst du denen helfen und so, jetzt kann man hier auch ein paar Blümchen hinpflanzen. Genug der Meckerei. Dann machen wir hier erstmal ein paar rote Tulpen. Dann können wir vielleicht hier noch ein paar Orangen da dazwischen setzen, wenn das geht. Ne, das geht nicht. So, dann machen wir hier die Kaktusse oder was das hier sind. Die wollen nicht hier drauf erwachsen. Nochmal hier ein bisschen Gras hin. Hier was Rotes. Sieht man natürlich gleich erst hier noch was Grünes. Ja, sieht doch schon mal interessant aus. Ist halt ein bisschen wüstenmäßig, der Garten. Naja, wir sind ja hier so zwischen Wüste, Eis und Sand.
Ja, so ein kleines Gewächshaus haben wir jetzt hier gemacht. Jetzt haben wir hier ein schönes Haus. Das gefällt mir aber noch nicht so ganz. Gehen wir mal nach oben und gucken uns das mal von oben an, wie das da aussieht. Boah, eigentlich sieht es ja nicht schlecht aus, ne? Hier haben wir unser Gewächshaus jetzt. Ein paar Kakteen, ein paar Sträuchern, bisschen Gras, ein paar Tulpen. Wir haben uns noch einen Kaktus nach vorne gepflanzt. Jetzt könnten wir uns hier vorne noch ein bisschen in unseren Garten pflanzen. Hier ein paar Tulpen hin in die Ecke. Klatscht man noch ein paar Orangen dazu. Vorne mich mal die Gräser. Was Grünes, was Rotes und was Lilanes, damit das schön aussieht, verstehst du mir? So, das schön rote Pflanzen hin, damit die Leute nicht dahinter durchgucken können, ne? Hier setzen wir noch jetzt hin. Machen wir hier noch jetzt hin. Ne, wenn man sich in der Wohnung aufhält, dann sehen die Leute nicht, was man da machen tut, ne? Verstehst du? Das geht nicht, dann müssen wir da. Ach, aber da wissen wir noch nicht. Mach mal hier den Sand weg. Dann machen wir da wieder Wies hin, ne? So ist das hier. Damit das schön aussieht und schön ordentlich, ne? Hier noch zu machen. Und dann können wir hier wieder Blümchen pflanzen. Verstehst du? So ohne so, hey. Ne, so, dass man auch wieder hier rausgeht. Aber nicht wieder reinkommt, ne? So, ans Lohr, ob man da vorbei geht. Ne, da müssen wir ganz rumlaufen, um da so zu machen. Dann nehmen wir da ein paar Rosen. Oder was das hier für Blümchen sind solle. Ich kann es dir nicht sagen. Wir müssen mal wieder Gras pflanzen. Ne? Wie wieder der ganze Sandriss machen. Das kann man ja nicht mit anlure. Das geht nicht. Müssen wir hier raus machen. So. Ganze Dreck. Hätte man nachher zwischen den Ziehen hängen. Verstehst du? Hier müssen wir alles wegmachen. Jetzt haben wir ja auch noch die Zunge aufgerissen. Was ist denn hier los? Machen wir hier eigentlich Gras wieder hin. Ne? Können natürlich auch unter uns Pflanzen. Wir schweben ja über die Erde, ne? So ist das halt. Da kann man nichts machen, Junge. So. Alles schön hier mit Gras bepflanzen, ne? Das andere Gras ist ja jetzt mittlerweile legal, also kann man das auch im Garten einpflanzen, ne? Wir machen das zwar nicht, halte nichts davon, das habe ich ja schon öfters gesagt. So, dann luren wir uns, wo wir die Zungen hier noch in dem Inventory haben, ne? Wo war denn noch uns? Der ist, Luchen wir den See drin. Hier haben wir die Zunge, genau der brauchen wir. Sand brauchen wir nicht mehr. Können wir wegwerfen, den Dreck. So, der Zaun, jo. Genau. So und nicht anders. So. Jetzt haben wir den Sand hier vergraben. Villagers. So, und jetzt fangen wir hier an, ein paar Blümchen zu pflanzen, ein paar rote hier, ne?
Rotwies, verstehst du? Oh, kann auch die Blumen in uns pflanzen? Ist natürlich klar, es geht das natürlich. So. Sieht ja nicht verkehrt aus. Da haben wir noch was vergessen. Da müssen wir noch ins Runger. Ne? 117. Der willte nicht. Gut. Da müssen wir da den Snorren wegmachen. Und noch ein bisschen Runger. Ja, sieht schon besser aus. Hey, können wir noch ein Satin machen, dazwischen und hey? Nicht schlecht. Hier noch ein Satlilleres. Nee, das will das nicht. Das kann man. Ach, hier ist ja Gras. Dann ist ja ganz überhaupt nicht gesehen. Ja, kann man so lassen, ne? Schlecht sieht das nicht aus, ne? Jeder Junge braucht auch ein paar Blumen, ne? Sonst kommen die Weiber nicht. Ne? So, was können wir denn noch Schönes hier machen? Vielleicht brauchen wir uns noch ein Kneipp, nehmen wir an. Damit wir auch jetzt süffeln können. Machen wir die schön um der Ecke, damit das lief. Schön hier nicht. Und so die schlecht geht, ne? So je ne war, damit man nicht so viel laufen müsse. Hühnchen machen wir hier kaputt, ne? Mit dem Butterblümchen machen wir alles kaputt. Ja, ist es denn, jo? Naja. Mach mir hier so schön alles weg, was wir nicht gebrauchen können. Ja, tanzt du nur rum. Wir haben ein paar Tintenfische. Ja, komm. Oh, ist er jetzt tot? Tut er nur so? Ja, wir graben uns auch. Nein, Quatsch. Das ist ein bisschen direkt, ich weiß. Machen wir hier noch so eine Schicht Erde weg. Bis hier ungefähr.
läuft halt alles voller Wasser. Jetzt kommen wir hier ganz schwer dran vorbei. Oder wir bauen uns hier noch einen Pool hin. Nein, Quatsch. Oder, nein, Schwimmbad nicht. Boah. Vielleicht machen wir so unter der Brauerei wieder einen Glasboden. Ich finde den Glasboden sehr gut. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Oktopus da des Weges und schwimmt da rein. Dann haben wir so ein kleines Aquarium unter der Brauerei. Der Creeper da. Er trinkt so langsam. Seht ihr, da kommt schon der eine Oktopus. Ich nenne ihn mal so. Vielleicht ist er ja auch ein Tintenfisch. Ich will da mal nicht vorgreifen. Ich muss ein bisschen näher gehen. Müssen wir ein bisschen runter noch. Ja, hier kann er leider nicht, der Oktopus. Noch nicht. Ich halte ihn mal ein bisschen.
here. Hier machen wir das mal wieder zu schnell. Hier auch noch mal. Bis der Oktopus dann mal raus ist. Ja, so, das noch weg. Suchen wir schnell noch mal den Stein hier, den Sand raus. Ja, dann lasse ich euch mal hier mit unserer unterirdischen Aquarium, mit dem Hühnchen und mit dem Oktopus alleine, wo wir dann später unsere Brauerei drauf bauen. Hier haben wir ja jetzt unser Haus da hinten und unser Glashaus, unser Gewächshaus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünsche euch euer Yoshimitsu. Ciao mit V.